Frag mich echt, wo der Giese heute abgeblieben ist. Ich glaube, der hat Urlaub. Na, Gott sei Dank, der sagt mal nicht da. Machst du doch mal mit mir Video. Der hat so einen bärtigen Vertreter geschickt heute, ja? Glaube ich. Hm? Den kannst du vergessen. Hast du so einen bärtigen? Ich bin noch froh, dass er weg ist. Ja. Der sieht aus, schlimm, oder? Schlimm. Den suchen die. Ja, hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze-Vertreter. Matze-Vertreter und Lutze ist höchstpersönlich da. Ach, hier steht's gar nicht, aber hier steht's. Jo, wir sind mitten in den Ferien. Na, die erste Woche ist ja rum von den Ferien. Vielleicht sind die ersten schon zurück wieder da. Muss hier arbeiten. Matze ist nicht da, kann ich über ihn herziehen. Also so richtig durchledern. Also das mit dem Sommerwetter kriegt er nicht hin. Heute ist es relativ frisch, obwohl eigentlich finde ich das ganz angenehm. Und es heute mal mit dem soll kacke kalt werden, habe ich gehört. Aber da ist Matze dran schuld. Der ist immer schuld, um das mal so zu sagen. So, dann haben wir uns mal wieder was aufgeschrieben auf dem Skript. Und zwar Sommerferien ohne Sommer, hat man gerade festgestellt. Wo ist denn eigentlich hier der Elektroschocker, dass ich dich beim Reden unterbrechen kann? So. Ach, du wolltest doch was sagen, du bist gleich dran. Straßensperrung, Landstraße 90. Und wer jetzt überlegt, wo die Landstraße 90 ist? Na, Matze-Vertreter. Kurz nach der 89, ne? Ist doch klar. Und vor der 91. Ja. Ja. Und? Nein, das ist bestimmt bei Kleistow, oder? Genau. Kleistow, Glindow, seit 29. ist die Straße gesperrt. Damit wir auch zu den kommenden Maibaumfesten, nee, nicht Maibaum, sondern Baumblütenfesten nach Werder mit dem Fahrrad fahren können. Da kommt ein Radweg hin. Genau, und zwar für 6,7 Millionen bauen die da einen Radweg und natürlich eine neue Straße. Und im Moment kommt man ja noch über die Autobahn, man kann ja noch Kleistow Autobahnabfahrt nehmen, geht ja noch. Über Fichtenwald, ne? Über Fichtenwalde? Nö, du kannst doch gleich Kleistow abfahren. Fährst du auf die 9, dann auf die 10, Kleistow runter und bist wieder in Glindow. Ja. Das ist noch offen. Ja. So. Die bauen ja in zwei Abschnitten. Aber wer da hin muss, der muss dran denken, dort kommt man halt nicht mehr ohne weiteres durch. Deswegen. Aber top, dass sie das machen. Ich finde es cool, weil ab und zu möchte ich vielleicht auch mal mit dem Rad zum Baumblütenfest nach Werder, meinst du? Oh, da kommt man so schlechter Musik, so weit lange laufen, bis ich wieder zu Hause bin mit dem Fahrrad. So. Der Weg ist das Ziel. Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Wir beide waren, du warst ja nicht mit, Matze war mit, waren am Donnerstag endlich mal wieder, seit Februar, glaube ich, bei der Afterwork at Cube bei SWP Borkum. Im Jahr Null nach Corona. Im Jahr Null nach Corona, weil die durften natürlich während der Corona-Zeit auch nicht. Die haben tatsächlich das gut organisiert, konnte man sich so anmelden mit Zettel und bla bla bla. Übrigens, wer wissen will, was ist überhaupt Afterwork at Cube? Matze, weißt du es? Ja, das ist ein Format, was Steffen und Sven hier eingeführt haben für Bockheide, für die Gewerbetreibenden und auch Jobinteressierte. Mhm. Jeder an jedem ersten Donnerstag im Monat kann man sich dort treffen und austauschen mit anderen Gewerbetreibenden etc., Ideen austauschen, Angebote darlegen, sagen, was man kann, sagen, was man hat. Also nette Leute treffen. Man nennt sowas heutzutage Networking. Genau. Ja, und das kann man dort ganz gut machen, in lockerer Atmosphäre, drin, draußen, je nachdem. Es gibt ein paar Getränke und es gibt natürlich auch ein kleines Sparschwein. Also, aber ist cool, weil muss man mal reingehen, das ist wirklich cool. Das ist, also wer sich mal da interessiert, was die da machen und hauptsächlich natürlich, wer auch mal einen neuen Job sucht, der kann da mal hingehen und mal gucken. Die sind ganz locker, die Jungs, und sehr zugänglich, finde ich total cool. Jetzt sind sie erstmal im Urlaub, außer ihre Belegschaft. Genau. Oh, das muss nächste wäre dann am ersten Donnerstag im August, ne? Ja, bin ich nicht da diesmal. Nee. Da werde ich mal für dich hingehen. Ja, kannst du mal für mich in Vertretung gehen. Jo. Das kann ich nicht, so viel trinke ich ja nicht alleine. Und noch eine Veranstaltung haben wir natürlich, Hotel Fliegerheim. Genau, am 12.7. Am 12.7. Habe ich aufgepasst, ja. Ne? Sunday Lunch. Sunday Lunch, es sind noch ein paar Plätze frei und Wetter soll eigentlich auch schön werden an dem Tag, habe ich soweit gesehen. Wer kommt da? Ich glaube, die Blues-Truppe kommt. Waren die nicht im August? Nee, die waren am 12.7. Die Blues-Truppe. Wir können es ja hier gleich nochmal einblenden. Jetzt müsste ich ja suchen. Das blende ich jetzt nicht ein. Ich muss halt sein Suchen erst. Wir blenden das noch. www.fliegerheim.de. Genau. Auf der Webseite findet ihr direkt den Link auf der rechten Seite zum 12.7. Sunday Lunch mit allen Informationen. Genau. Ein paar Plätze sind noch frei. Fliegerheim freut sich auf euch. Die Saison startet langsam wieder durch. Es wird besser. Die Leute kommen wieder. Das Hotel wird wieder ausgebucht.
Also es geht langsam aufwärts. Natürlich ist es nicht so wie früher. Das muss man verstehen. Aber ich war gestern Abend auch nochmal da und habe mich nochmal erkundigt. Ja, ohne dich. Hä? Jetzt ist ja um die Ecke bei mir. Ich fahre ja raus und bin da. So schnell wärst du nicht da gewesen. Ich weiß, jetzt kriege ich gleich Mecker hinterher nach dem Video, aber... Schönen Gruß ans Fliegerheim. Wir kommen mal wieder ein Bier trinken. Der Fuchs war da. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Kennst du das kleine Kinderlied? Fuchs war da. Ja, aber Fuchs diesmal nicht die Gans, sondern... Gans gestohlen. Diesmal war es nicht die Gans, sondern zwei... Was, ein Hasen, Kaninchen? Was waren? Karnickel, Kleinhasen. Feldtiere. Jo, und man soll es ja nicht glauben, tatsächlich, ich habe den noch gesehen, und zwar einen Tag später, nachdem bei Hoffmanns der Fuchs zu Gast war. Und zwar war der in den langen Stücken und so ein kleiner, schmächtiger Döner ist da unter, also die kriechen echt unter dem Zaun, wo die durchkommen, ist ein Ding. Und gestern Abend waren wir auch nochmal Gassi mit dem Hund und da saß der auf dem Bordstein vor Hoffmanns Grundstück und als der uns sah, ist der gleich rüber zu Hoffmanns gucken, ob die... Speisestelle wieder aufgefüllt war. Genau so. Also tatsächlich sind hier die Wildtiere unterwegs. Apropos, du hattest ja mal was gelesen mit dem Goldschakal. Ne? Hier soll es uns auch tatsächlich einen Goldschakal geben bei uns. Habe ich jetzt von 3 Stellen gehört. Das war kein Joke. Von 3 Stellen. Vielleicht war es auch ein Goldschakal. Ich habe keine Ahnung. Ist der mehr wert als die anderen? Ja, weil er goldig ist. 999 vielleicht. Jo, und vielen Dank für eure Grüße, die ihr uns gesendet habt. Ja, und wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, könnt ihr auch nochmal Grüße schicken. Erzählt mal, wo ihr seid. Vielleicht verteilen wir es. Ihr könnt auch ein kurzes Video aus dem Urlaub schicken. Wir bringen euch das dann. Jo. Der Matze sitzt zu Hause. Matze, der braucht kein Video. Der kann sowieso keine Videos. Der kann das nicht. Sag mal, wenn Matze das nicht kann, willst du mal Wetter machen? Vielleicht klappt das ja mal mit dir. Hier, guck mal, erzähl mal. Ja, natürlich. Ich kann das bestimmt besser. Ich muss ein bisschen ausholen. Wie viel Zeit haben wir heute? Ach so, ein bisschen. Wir sind ganz gut drauf. Wir reden ja auch schon teilweise über das Waldbad Brockheide ab und zu. Genau. Und, da kommen wir nochmal zu. Mach mal Wetter. Mach mal gleich. Das geht ineinander über. Okay. Wie das dann so weitergeht und wann wir denn endlich das Bad aufmachen können. Wie gesagt, sonst haben wir immer 2 Monate Vorlauf, um das Bad zu öffnen. Dies Jahr noch unter erschwerten Bedingungen, weil keiner ins Bad durfte. Noch hängt immer der Sperrzettel außen dran. Das ist letztlich ein amtliches Dokument. Ich weiß gar nicht, ob wir den abnehmen dürfen oder nicht. Aber laut Gesundheitsamt ist unser Konzept bestätigt worden. Wir dürfen aufmachen. Die Wasserprobe müsste auch bestätigt sein. Die Rettungsschwimmer sind in großen Teilen eingewiesen und haben hoffentlich dann auch pünktlich ihre Prüfung nachholen können. Zumindest die, die es noch brauchen. So dass wir am 11.07. 7 Uhr in die Saison 2020 starten. In die komische Saison. Es wird zur Information für die Badegäste sehr viele Beschilderungen und Informationen geben, die bitte ernst zu nehmen sind. Denn wenn dort die Abstandsregeln, die wir dort vorgesehen haben, 1,50 Meter etc. nicht eingehalten werden, dann muss der Rettungsschwimmer einschreiten. Und wenn die nicht mehr weiterkommen und die Badegäste sich nicht an die Vorgaben halten, wird das Bad unter Umständen auch mal von jetzt auf gleich zugemacht. Das heißt, es liegt an uns allen, an euch, an uns allen, dass der Badebetrieb dort durchführbar ist und auch vernünftig über die Bühne gezogen werden kann. Unterstützt die Rettungsschwimmer, indem ihr euch an die Regeln haltet, weil sonst verlieren alle beide in dieser Saison. Und das bringt uns nichts, wenn wir als Vorstand einen Anruf kriegen, der Rettungsschwimmer ist überlastet, sie können nicht mehr und letztlich hier die Polizei ankommt und das Bad schließt. Oder coole Sache, also Samstag, 11 Uhr. Nee, um 11. Um 7 Uhr. Um 7 und wann macht ihr zu? 21 Uhr. 21, also üblichen. Wir versuchen das. Wir haben eine Webseite waldbad-brockheide.de. Informiert euch bitte dort regelmäßig über die aktuell anstehenden Dinger. Auf der Facebook-Seite vom Waldbad Brockheide werden wir Informationen veröffentlichen. Und da kommen wir nämlich gleich zum Wetter. Wir machen nämlich am Samstag erst auf, weil am Samstag sind die Temperaturen wieder über 20 Grad. Dann haben sich die beiden Druckgebiete, nämlich Tiefdruck über Skandinavien und Hochdruck über dem Atlantik, langsam ausgetobt. Der Wind ist weg. Der Regen wird weg sein, wobei so schlimm wird es mit dem Regen auch nicht. Und am Sonntag haben wir vielleicht schon wieder 23 Grad ohne Regen. Sehr schön. Wassertemperaturen kann ich aktuell sagen, im Waldbad sind derzeit 23 Grad. Da wird sich höchstens um 1-2 Grad verschieben, nach unten, nach oben. Im Prinzip alles so wie gehabt. Ganz wichtig in diesem Jahr, eine Person auf dem Sprungturm, eine Person auf der Rutsche. Es wird alles kontrolliert. Limitiert und Sprungturm sowieso eine Person und bitte dran halten.
Sonst ist es nicht durchhaltbar für uns. Und eine Kontrolle vom Amt etc. würde uns im Fehlerfall das Bad auch sofort wieder schließen. Coole Sache. Das wollen wir nicht. Da freuen wir uns aber, dass das wieder aufmacht, das Waldbad. Endlich ganz langsam zur Normalität. War eine Tortur, innerhalb von 2,5 Wochen, 2 Monate darzustellen und das Bad zu öffnen. Sehr schön. Ohne Arbeitseinsätze, da hat uns der Wolfgang sehr viel geholfen, schon die letzte Zeit. Und hat dort sehr viel vorgearbeitet. Alleine durfte er da rumwerkeln. Muss man Danke sagen, dass so viel vorbereitet wurde. Wir waren jetzt am Samstag nochmal da, haben ganz viel geschafft. Mittwoch geht's mit der ganzen Beklebung los. Es war etwas heftig dieses Jahr. Da freut mich aber, dass das wieder offen ist. Gut, das war's, ne? Für heute. Du kannst ja mal gucken gehen, ob Matze zu Hause rumlungert. Mal klingeln. Hm. Ja, schauen wir mal, was sonst so die Woche noch bringt. Und wie gesagt, dass das Bad aufmacht, ist cool. Wetter, naja, wir gucken mal. Ja. Es kann nach morgen, übermorgen nur besser werden. Also, das war's mal wieder. Außerdem haben wir eine Waldbrandstufe, die super ist zurzeit. Schöne Woche. Das war's mal wieder am Montag. Das wie vielleicht war nicht so ein Sommer wie sonst. So 2018, 19 war es ja so heiß. Also da hätten wir jetzt schon. Tschüss. Matze. Du kannst doch gehen, ich mach weiter. Und? Na? Ich hau jetzt ab. Ja, nur weil du jetzt noch rumschneiden musst oder wie. Jetzt, ich habe heute mal Zeit, sonst muss ich immer gleich weg. Heute habe ich Zeit, da warst du so schnell. Mach's gut. Tschüss.